Hey Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute wieder ein paar Fragen von einem Zuschauer für euch. Und zwar geht es um das Bürgergeld bzw. zum Übergang Hartz IV Bürgergeld. Und vielleicht hat einer von euch ja Ahnung. Die erste Frage: Wie wirkt sich die sogenannte Karenzzeit auf den laufenden Bezug von Langzeitarbeitslosen aus? Kann die Karenzzeit von 12 Monaten auch rückwirkend ab dem 01.01.2022 bei laufendem ALG-II-Bezug angewandt werden, sodass der ALG-II-Bezieher beispielsweise ab dem 01.01.2023 schon seine Karenzzeit aufgebraucht hat und sein Vermögen, wenn es 15.000 Euro Schonvermögen übersteigt, verwerten muss? In Klammern, 40.000 Euro sind es ja nur während der 12-monatigen Karenzzeit. Zweite Frage, ergänzende Frage zu oben. Geht ein Bewilligungsbescheid im genannten Beispiel allerdings noch bis Februar 2023, müsste der Bezieher dann nicht theoretisch die Bezüge von Januar und Februar 2023 zurückzahlen, da ja Vermögen selbst verwertet werden muss? Dritte Frage. Welche Auswirkungen hat das Bürgergeld auf das Sanktionsmoratorium bis Mitte 2023? Das ist, glaube ich, die einzige Frage, die ich beantworten kann. Das hatte Merz ja gesagt, dass wenn das Bürgergeld kommt, das Sanktionsmoratorium beendet ist und die Sanktionen anfangen werden ab 1. Januar 2023 mit 10% im ersten Monat, 20% im zweiten Monat und 30% im dritten Monat der Leistungsverweigerung, wie auch immer das dann umgesetzt werden soll. Das sind auf jeden Fall die drei Fragen. Bei den ersten beiden bin ich auf jeden Fall komplett überfordert. Vielleicht gibt es ja einen Spezialisten unter euch, der weiterhelfen kann. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Passt gut auf euch auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald und tschüss.